Wir machen heute zusammen einen Schokokuchen vom Blech, blitzschnell gebacken und mega lecker. Hi, ich bin's Fabiana von Einfach Backen und ich zeige euch jetzt, wie ihr den Kuchen Schritt für Schritt zu Hause nachbackt. Das sind die Zutaten dazu. Hier habe ich Buttermilch, Zartbitterkuvertüre, Butter, Backkakao, Eier, etwas neutrales Speiseöl, also Sonnenblumenöl oder Rapsöl, Zucker, Vanillezucker, Mehl, Natron und Backpulver und fertige Kuchenglasur. In einer Packung sind jeweils 200 Gramm drin und davon brauchen wir zwei. Die Kuvertüre habe ich gerade schon grob gehackt und in diese Schüssel hier gegeben. Die steht hier oder schwimmt in einem Wasserbad. Und hier gebe ich jetzt noch den Backkakao dazu und die Butter und lasse das Ganze dann auf dem Herd schmelzen. Ich habe jetzt die Masse hier schön vor sich hin schmelzen lassen auf mittlerer Stufe. Am Anfang dauert es ein bisschen länger, weil sich der Backkakao wie so ein kleiner Film um die Butter legt. Aber mit etwas Geduld wird das schon. Die Schokomasse, die darf jetzt hier noch abkühlen und in der Zwischenzeit bereiten wir den eigentlichen Teig vor. Dafür kommen hier die Eier in die Schüssel zusammen mit dem Zucker. Und das Ganze wird jetzt richtig schön aufgeschlagen, bis die Masse ja so ein bisschen eine weiße Farbe bekommt, also deutlich heller wird als zu Beginn. Der Vanillezucker kommt natürlich auch noch rein, den habe ich jetzt gerade vergessen, hole ich nach. So, weiter geht's. Die Masse habe ich jetzt etwa 5 Minuten aufschlagen lassen und wenn sie bei euch auch so aussieht, dann ist sie perfekt. Da darf jetzt diese Schokomasse rein und dann wird das Ganze noch mal kurz verrührt. Ich hebe das Ganze jetzt noch mal mit dem Spatel unter, weil unten sich gern noch ein bisschen Masse absetzt. So, das Ganze erinnert jetzt tatsächlich an einen Brownie-Teig. Der Kuchen wird aber gar nicht so kompakt wie Brownies. Und das liegt daran, weil wir nachher noch Natron und Buttermilch dazugeben. Die Buttermilch reagiert nämlich mit dem Natron und die Säure in der Buttermilch, die gibt so kleine Bläschen ab und deswegen wird der Kuchen nachher super luftig und gar nicht so kompakt wie Brownies. Ich mische jetzt hier zu meinem Mehl Natron und Backpulver dazu und dann siebe ich das Ganze auf die Masse hier und dann darf das Ganze noch mal kurz durchgerührt werden und in der Zwischenzeit gebe ich dann sogar noch die Buttermilch und das Öl dazu. Der Teig ist fertig. Hier habe ich bereits ein Backblech vorbereitet. Ich habe mir ein bisschen Wasser drauf gegeben, damit das Backpapier gut hält. Das ist ein herkömmliches Backblech, etwa 30 auf 40 cm breit. Das verteile ich jetzt hier schön gleichmäßig. Der Schoko ist natürlich perfekt für alle Schokoliebhaber. Deswegen dürft ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was euer liebstes Schokorezept ist. Ich klopfe den Kuchen kurz auf der Oberfläche hier auf. Dann verteilt er sich noch mal ein bisschen gleichmäßiger. Den Backofen habe ich auch schon vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Und da darf der Kuchen jetzt 25 Minuten backen. Der Kuchen ist gebacken und abgekühlt und jetzt wird es noch mal eine Ecke schokoladiger. Da kommt nämlich jetzt noch die Kuchenglasur drauf. Ich habe hier fertige Kuchenglasur, die bereite ich jetzt nach Packungsanleitung zu. Das heißt, in meinem Fall kommt die jetzt für 10 Minuten ins heiße Wasser, ins Wasserbad und dann auf den Kuchen drauf. Dann könnt ihr die Schokolade noch mal richtig schön durchkneten und wenn ihr merkt, dass sie nicht ganz geschmolzen ist, einfach noch mal einen Tick länger im Wasserbad lassen. So, schneide ich hier eine Ecke ab und gebe die Glasur direkt auf den Kuchen drauf.
Und jetzt kommt noch der Feinschliff. Ich gebe jetzt hier ganz viele bunte Streusel auf den Kuchen. Den Schritt könnt ihr natürlich so wählen, wie ihr wollt. Also beispielsweise könntet ihr da auch Bananenchips draufgeben, gehackte Mandeln, ein bisschen Zitronenzeste für einen leckeren Zitrusgeschmack oder weiße Schokoraspeln. Würden sich auch super eignen für den Schokokuchen. Ja, da seht ihr also, da ist eurer Fantasie und eurem Geschmack keine Grenze gesetzt. Und so schnell ist unser Schokokuchen vom Blech auch schon fertig. Ich hoffe, euch hat das Rezept genauso gut gefallen wie mir. Wenn ihr den Kuchen nachbacken wollt, dann findet ihr das Rezept wie immer unten in der Infobox. Und außerdem würde ich mich auch über ein Like freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Weitere Rezepte gibt es übrigens auch hier in unserem ersten Einfachbacken-Backbuch. Wenn ihr das Buch bestellen wollt, dann einfach oben rechts auf den Button klicken. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Ich gönne mir jetzt schon ein Stückchen und freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, einfach backen.